Willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. So, was mache ich jetzt heute hier? Gute Frage, nächste Frage. Als allererstes mal ein bisschen wieder auf Looting-Tour gehen. Bisschen spazieren gehen. Und mal gucken, ob es irgendwo was Gutes für mich zum Holen gibt. Ah, da unten ist jetzt auch schon der See. Gut, dann gleich mal eine kleine Abkühlung. Bisschen Seegras farmen, damit der Charakter sich auch hier schön gesund ernährt, was ja in der Vergangenheit nicht unbedingt immer so gut geklappt hat. Ui, und die Erze haben wir hier auch noch, zwei sogar. Gut, fünfmal Eisenerz und was haben wir hier Schönes? Na? Ah, nochmal Eisenerz. Nochmal fünf. Schön. So, da haben wir noch eine Kiste. Ja, läuft doch. Wie geschmiert. Schön. Können wir gut gebrauchen, des Zeugs. Und sonst gibt's hier nichts, oder wie? Mal kurz gucken, nicht, dass irgendwo im Schilf ein Wolf oder ein Bär sein Unwesen treibt. Nee, gut. Ui, gleich mal Wassergras zu Beginn, schön. Da haben wir auch noch eins. So, jetzt aber erstmal wieder Luft holen, tief Luft holen. Und wieder abwärts. Da hinten gibt es auch noch eins. Also der See hier fällt definitiv größer als mein eigener daheim. Bei meiner Basis. Von daher nehmen wir auch gleich das ganze Seegras mit. Da gibt es auch definitiv mehr. So, nochmal Luft holen. Und nochmal runter. Mal so schön ist. Hier noch ein bisschen. Und hier noch einer. Gut. Dann ist der ganze See hier im wahrsten Sinne des Wortes abgegrast. Und wir sind um 7 Einheiten Wassergras reicher. Gut. So, ein bisschen Fibers. Bisschen Scrub Metal und hier oben sehe ich schon wieder eine Kiste. Das stimmt mich doch schon mal positiv. So kann es weitergehen. Es ist nur die Frage, wie komme ich hier rauf? Ohne mich großartig zu verletzen. Da ist sogar noch eine Kiste. Ah, hier. Hier vielleicht. Na komm. Gut, Munition. Und hier unten hoffentlich auch noch mal Munition drinnen. Schön. So, sonst noch was zum Holen? Ui, hier. Einmal Blueberries und einmal da hinten ein Erz verkommen. Wieder Eisenerz. Diesmal 6 Stück. Auch nicht schlecht. So, Ruhe. Dich nehmen wir gleich mal mit. Nochmal ein Erz verkommen. Ja, läuft doch wie geschmiert. Diesmal Zinkerz. Auch ganz gut. Für die Herstellung. Was ist denn das da unten gewesen? Ist da was rumgerannt? War das der Wolf hier? Ja. Oder ich sehe schon Gespenster. Oder der Bär natürlich. Das kann es auch gewesen sein. Oh Mann, da ist ja noch ein Wolf.
Ja, dann komm her. Kim, bei Fuß. Brav. Ganz brav. Ja, fein. So, was hast du für uns? Zweimal Wolfsleber. Und noch eine Baukiste. Versteckt sich hier. Mitten im Farn. Aber nicht gut genug. So, auf zum Scrub Metal. Immer her damit. Okay, der Bär hat mich nicht auf dem Kicker, oder doch? Nein. Gut, geht in die andere Richtung. Und hier unten gibt es vielleicht da noch irgendwas zu holen. Da sehe ich noch eine Kiste. Auch gut. Aber hier weit und breit doch da. Schön. So, jetzt möchte ich aber irgendwie hier mal rauf. Frage ist nur, wie komme ich darauf? Komm, nerv nicht. Keine Zeit hier für dich. Aber wenigstens wird so der Fleischvorrat entsprechend gefüllt. Und 10 Fett haben wir auch schon gesammelt. Kann der Generator bald, wenn es so weitergeht, Tag und Nacht durchlaufen. So. Kleiner Aussichtspunkt. Und sehen wir was? Sehen wir nichts? Ist jetzt die Frage. Da unten sind es nur Fibers. Da sehe ich Fibers und Scrub Metal, oder nee, das täuscht. Okay, der Bär streckt mir seinen Hintern entgegen. Da glaube ich, gibt es auch einen schöneren Anblick. Ne, dann wieder runter hier. Also hier zumindest nix so weit. Ui, da eine Kiste. Aber von hier runterspringen ist reiner Selbstmord. Ich glaube, ich gehe am besten wieder so runter, wie ich auch gekommen bin. Dann dürfte das Ganze relativ glimpflich ablaufen. Gut. Okay, er dreht sich um. Das heißt, meine Chance, hier vorbeizukommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, ich hab's weglaufen satt. Weißt was hier? So nicht. Hab schon lang keinen Bären mehr erlegt. Ui, Fett und zweimal Fleisch. Beziehungsweise einmal Fleisch, einmal Leber. Aber das Inventar ist jetzt auch schon entsprechend voll. Gut, dann sollte ich mich langsam aber sicher mal wieder auf den Heimweg begeben. So, viermal Fibers auf dem Haufen. Ne, einmal Blueberries. Aber hier waren noch Fibers, gut. So, und hier haben wir ein paar Nägel, auch nicht schlecht. Habe ich schon Seile dabei, sonst crafte ich mir da welche. Dann könnte ich zumindest die Fibers gleich verarbeiten. Aber dann habe ich keinen Slot mehr. Doch, hier unten habe ich noch einen freien Slot. Gut. Ist das da unten? Level 1, 85 Leben, scheint mir ein Wolf zu sein, oder? Ja. Gut. Sind wir schon wieder fast in der Nähe. Kiste über Kiste. Schön. Da oben war da auch noch eine Kiste. Nee, das war nur ein Erzverkommen.
Gut, Nägel, sehr schön. Hier vielleicht ein bisschen Schrotflintenpatronen. Gut, das sind nur normale Pfeile. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, ob man vielleicht sogar diese guten Pfeile auch in den Kisten finden kann. Entweder in diesen speziellen Lootkisten oder vielleicht sogar in den normalen Ammo-Boxen. Aber gut, das wird sich sicherlich noch zeigen. Bisher haben wir ja nichts finden können. Aber da unten hätten wir noch mal die Chance. Und ein Hühnchen wäre auch noch. Aber ich habe sowieso keinen Platz mehr, gell? Nee, du darfst weiterleben. Habe ich heute beschlossen. In meiner unendlichen Gnade. Da unten gibt es schon wieder Kisten. Ja, sag mal. Geht ja richtig gut heute. Da, überall Kisten am Horizont. Aber auch der Wolf. Aber normalerweise, nee. Der hat mich nicht auf dem Kicker. Der weiß schon wieso. Wie es seinen anderen Wolfsbrüdern und Schwestern ergangen ist. So, kommt auch in die Tasche, kommt auch mit in die Tasche. Ui, unten nochmal dreimal Scrap Metal. Schön. Nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Puh. Der war doch vorher nicht hier. Wo kommst denn du her? Mitten aus dem Nichts. Eieiei. Ganz schön knapp gewesen. Jetzt gehen wir mal lieber wirklich zurück zur Basis. Bevor ich dann sicherlich noch sterbe. Das wäre äußerst ärgerlich. Ui, und Schrotflintenpatronen. Und ich kann es nicht mitnehmen. Sowas aber auch. Gut, dann dreimal Heidelbeeren gefuttert und die nehmen wir natürlich mit. Ah, nee. Oh Mann, da oben auch noch. Ich will gar nicht so nah rangehen. Ich bin ganz ehrlich, denn wenn ich jetzt den Löffel abgebe, dann ist es nicht gerade förderlich. Komm, renn. Renn, 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 renn. Verfolgt mich irgendwas? Ich hoffe nicht. Ich drehe mich jetzt auch absichtlich hier um. Erst wenn die Haustür hinter mir zu ist. Komm, Hühnchen, gib Gas. Die wollen uns killen. Nichts wie rein hier. Muss jetzt der ausgerechnet hier vor meiner Basis rumrennen? Da habe ich was dagegen. Interessant, wie der hier seine beiden Vorderbeine links und rechts ausstreckt. So, erstmal rein. So, Tür zu. Gut. Das kommt rein, das kommt rein. Mann, sind es viele Wolfslebern geworden. Bekomme ich die überhaupt noch alle rein hier? Könnte schwierig werden. Nee, geht sogar. Dann nehme aber den anderen auch gleich aus. Hier draußen. Na komm. So, jetzt ist aber der Kühlschrank wirklich gefüllt. Randvoll wieder. Brauche ich erstmal wieder kein Fleisch sammeln. Schön. Die Grillsaison kann kommen. Ui, ich habe sogar noch mal Wolfsleber dabei. Jetzt wird's schwierig. Was kann ich jetzt hier? Gut, dann müssen die
verbrannten Steaks runter. Boah, gut schmecken tun sie nicht, aber der Hunger treibt es halt nach unten. Und dann spülen wir das Ganze aber auch noch mit einer Flasche Wasser runter. Boah. Nicht gerade lecker, aber gut. Hilft ja nicht. So, das kommt hier hin. Das packen wir jetzt. Wo packt man das ganze Zeugs überhaupt hin? Nachdem der Kühlschrank jetzt randvoll ist. Nehmen wir mal die unteren Slots hier. Gut, Proteinriegel 32. Also wenn ich die alle futtere, dann kugelt mein Charakter ja nur noch. Von daher lassen wir die auch erstmal hier drinnen. Das kann man noch wegräumen, das kann man noch wegräumen, das kommt noch weg. Und ansonsten haben wir hier sowieso keinen Platz mehr. Gut. So, die restlichen Seile stellen wir auch gleich her. Das und das und das und das und jenes und sowieso. Ui, Magnum. 14 Patronen. Ui, das war auch ergiebig. Auch nicht schlecht. War der Strom jetzt kurz weg? Oder nee, der Laser ist aus, deswegen. Das können wir ändern. Schaut mal den gleich mal wieder an. Schaut es eigentlich hier mit dem Feuer aus? Ui. Muss ich unbedingt Feuerholz sammeln. Demnächst mal wieder. Aber dafür haben wir jetzt wieder ordentlich Fett gesammelt. Fast 800. Da hat der Ofen jetzt auch erstmal was zu tun. So, die restlichen Seile werden auch noch gecraftet. Schön. Gut, was mache ich jetzt noch? Die restliche Zeit. Ich könnte gleich mal... Die Tür könnten wir gleich mal wieder umstellen. Stimmt. Das machen wir jetzt auch gleich. Damit die richtig drinnen ist. Wer ballert denn hier schon wieder? Ah. Kann sie mir denken, wer das ist. Die lieben Nachbarn. Haben sich da mal wieder nicht im Griff. Ui. Ist das schon fertig oder wie? Stimmt. Alles erledigt. Dann turn off natürlich. Schön. Haben wir da auch wieder ein paar... Ups, Entschuldigung. Haben wir da auch wieder ein paar Sachen gesammelt. Gut, Tomato und Cotton. So, Saatgut habe ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr so viel, oder? Nee. Hier, glaube ich, habe ich noch genau den einen Tomato Seed reingepackt. Ist natürlich nur die Frage, kann ja aus den Tomaten auch Saatgut gewinnen. Aber ich glaube, da war doch die Umrechnung 1:1, aber das schauen wir jetzt gleich mal. Dann nehmen wir jetzt einfach die 4 Tomaten. Extract Seed. Aha, genau. 1:1 Umrechnung. Gut, dann machen wir das trotzdem. Denn Tomaten sind mir jetzt erstmal wichtiger zum Anbauen als Cotton. So, zack, zack, zack. Gut, hier geht es natürlich nicht bei der Baumwolle. So, einen Slot haben wir noch frei. Gut, nichtsdestotrotz düngen wir das Ganze mal gleich wieder. Und bewässern das und turn on. Schön. Dann kann es in der Zwischenzeit vor sich hinwachsen. Und ich sage an der Stelle wieder danke fürs Zusehen bei dieser Folge von Subsistence. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.